Hallo und willkommen zur 12. Folge meines Studio-Julis. Ich habe wieder einen Tweet für euch vorbereitet und was das Ganze macht und auch wie das Ganze heißt, seht ihr nach dem Intro. Falls ihr auch schon einmal euren Homescreen-Icons Effekte wie diesen Effekt hier zuweisen wolltet, dann solltet ihr mal einen Blick auf die Studio-Tweak-Icon werfen. Diese Tweak installiert ein neues Icon auf eurem Homescreen. Und zwar ist dies das Icon, was wir hier unten schon einmal sehen und nun einfach mal öffnen. In dieser App, die nun geöffnet wurde, werden uns nun alle Special-Effekte angezeigt, die wir unseren Icons hinzufügen können. Hier gibt es zum Beispiel den Effekt, dass der Kontrast erhöht wird oder zum Beispiel auch hier diesen Effekt, der die Farben ein klein wenig verändert und dieser hier macht das Ganze etwas gräulicher. Und so weiter. Hier gibt es viele Effekte, stöbert da durch und wählt euren besten Effekt aus. Ich persönlich mag sehr gerne diesen Kontrasteffekt. Wenn wir jetzt nun dort draufklicken, wird das Ganze hier geladen. Das dauert einen kleinen Moment und nun sehen wir auch schon unsere Meldung, dass das Ganze gespeichert wurde. Richtig schnell geht das und sogar ohne Respring. Wenn wir nun unseren Home-Button drücken und auf den Homescreen zurückkehren, sehen wir schon, das Aussehen der Icons hat sich verändert. Das Ganze ist hier etwas mit mehr Kontrast gekommen und sieht auch relativ dunkler aus. Wenn uns das aber noch nicht so gefällt, können wir auch zwei gleichzeitig nehmen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder in Icon gehen, können wir neben den Kontrasteneffekt noch einen zweiten Effekt auswählen. Zum Beispiel nehme ich jetzt hier einfach mal Glass, das ist halt einfach so ein bisschen durchsichtig und dort gehen wir jetzt drauf, warten bis das Ganze gespeichert ist. So, nun ist das Ganze auch schon gespeichert und wir kehren auf unseren Homescreen zurück. Nun sehen wir hier, dass es auch mit erhöhtem Kontrast und das Ganze, das sieht hier auch etwas, naja, durchsichtig aus, also wirklich cool. Wir können natürlich auch mehrere andere Effekte hinzufügen, ich zeige euch jetzt noch einen. Hier haben wir zum Beispiel Hue, was ich auch relativ cool finde. Wir warten wieder, bis das Ganze gespeichert ist. Wenn das Ganze nun gespeichert ist und wir auf unseren Homescreen zurückkehren, sehen wir auch schon das neue Design. Und zwar das Design der Apps ist jetzt ein bisschen lila geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, ich hoffe es. Allerdings finde ich die Tweak wirklich richtig cool, da es schöne Designs macht. Cool ist auch, dass wir, wenn wir zum Beispiel ein Design wie dieses hier ausgewählt haben, nur als Beispiel, dass nicht nur die normalen Standard-Apps gefilmt sind, sondern auch hier die normalen Apps, die wir aus dem App Store heruntergeladen haben und sogar Cydia-Anwendung. Schade ist allerdings, dass der Zeitungskiosk noch nicht unterstützt wird. Wieso, weiß ich jetzt nicht genau. Allerdings, wenn wir mal in unser Multitasking gucken, im Multitasking wird das Ganze auch unterstützt. In der App können wir hier unten nochmal zum originalen Design von den Icons beim normalen iOS-Design zurückgehen. Im Klick hier auf Revert the Originals wird unser Device respringed. Und wenn der Respring fertig ist und wir unser Gerät entriegeln, sehen wir hier schon, das sieht wieder aus wie normal in iOS. Außerdem haben wir hier noch Refresh All Icons. Da wird das Ganze nochmal respringen. Falls irgendwas hier mit der Übertragung nicht gut gelaufen ist, dann wird das halt nochmal aktualisiert. Ich finde diese Tweak wirklich richtig cool. Wer mal sein iOS-Design etwas aufpeppen möchte, allerdings kein Fan von Themes ist, der sollte hier auf jeden Fall mal zuschlagen. Ja, wie gesagt, das Ganze heißt Icon und lässt euch das Design eurer Homescreen-Icons verändern. Das Ganze findet ihr für 1,99 $ in der Big Boss Repo. Ja, das war's nun von diesem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo oder einen Kommentar da lasst, falls es euch gefallen hat. Und morgen geht's weiter.